So, hallo liebe Leute, da sind wir wieder. Es ist ein neuer Tag, ein neuer Morgen und wir arbeiten fleißig weiter. Und ich muss euch gleich was erzählen. Mir hat geträumt, dass der Thylsoft sich ein neues Mikrofon gekauft hat. Jawohl, moin moin. Echt, hast du das wirklich? Ich hoffe, ja, doch, habe ich extra für diesen Anlass. Und ich hoffe, dass es jetzt mit diesen Störgeräuschen endlich ein Ende hat. Wow, und jetzt ist dein Traum sogar Wirklichkeit geworden. Wow, cool. Ja, dann lass uns doch gleich mal wieder weiterarbeiten. Ja, doch, ran ans Werk, aber ich mach mal eben die Tür zu. Genau, und ich muss vorher erstmal jede Menge Müll abladen. Ich habe hier echt gesammelt. Und ich muss eine Schaufel bauen. Ich habe nämlich nur eine und die ist fast hinüber. Apropos abladen, kann ich... was war das denn jetzt gerade? Was denn? Upsi, ich bin ja noch im verkehrten Menü. Oh, dann mal schnell mal raus hier. Hab ich jetzt an... Hier wäre jetzt noch, so. hier ist noch ein Stöckchen und noch Metall, genau für eine Pickaxe, wenn du willst. Ja. Ja, ich brauche eine Schaufel. Achso, ja, dann. Spitzhacken habe ich noch. Dann macht ihr das. Ja, Schaufel muss ich auch bald nachlegen. Ja, ich habe noch drüben im Lager, Stimmt. Da habe ich noch was. Das ist der Anlass, dann mal dein riesiges Lager irgendwann mal zu besuchen. Ja. Moment mal, hier eine Schaufel. So, brauche ich zwei. Ah, nee, und da nur eins. Guck mal an. Aber jetzt habe ich keine Stöckchen mehr. Ja, dann machen wir eben so lange, wie wir können und gehen dann los und holen Material. Genau. Wenn du keinen Platz mehr hast da in den Kisten und so, dann bau einfach eine und stell sie da irgendwo hin. Ja, genau, mache ich, ja. So, das wie sieht das eigentlich mit deinen Diamantenvorkommen so aus? Würde sich das da eventuell lohnen, schon mal Diamantenwerkzeuge herzustellen? Oder ist nee, das... ich hab 8 Diamanten oder so. Oh, ja. Okay. Ja. Doch noch nicht so reich, ja, alles klar. Das ist noch nicht so viel, ja. So, jetzt Moment. Ich muss dann noch eine Schaufel machen. Und kann ich ja gleich noch eine machen, denn die ist ja sowieso bald hinüber. So, okay. Und wir wollten den Weg ja fertig machen, weißt du noch? Ja, genau. Ich habe jetzt erstmal hier angefangen, nochmal 2 Reihen wegzumachen, so zum Aufwärmen. Komm dir gerade entgegen. Ja. Du warst jetzt links im Wald schon, ne? An dem Weg zu Gange. Ach hier, ja, komm mal wieder nach vor zur Hütte. Komm. Ja. Komm dir entgegen gerade. So. Liebe gerade Kanten deswegen. Ja, ja. So. Okay. Und dann haben wir schon mal so eine Richtlinie praktisch, dass wir da sicher sind, dass das alles einigermaßen genau ist. Ja. So, ja, dann einfach mal weitermachen, ne? Ja, das könnte bei mir jetzt gerade zu Ende sein, weil meine letzte Schaufel gleich einen Geist aufgibt. Ah, die letzte, ist das dann von dir? Ja. Oh, aber du hattest noch Eisen da, ne? So 2, 3, ne? 3 Stück waren das, ja, aber die habe ich jetzt zu Schaufeln verarbeitet. Ach so, okay. Ja, da muss ich doch gerade mal zum Lager. Ja. Weißt du, wo das Eisen ist? Ich werde es finden. Ja, deine Schaufel ist gerade kaputt gegangen. Genau, spätestens. Ja, warte jetzt. Mal, ich habe noch eine da. Nimm doch mal einfach mal die hier. Okay. Ich nehme die neue. So, dann kannst du erstmal weitermachen. Oh, das ist ja. Warum hatten wir das. Ja, wollte gerade sagen, warum hatten wir das hier übrig gelassen? Ja, weiß nicht. Hatte mich jetzt gewundert. Hattest du irgendwie keine Lust dazu? Ja, das kann sein, ja. So, wenn diese Schaufeln das kaputt sind, die wir da haben, dann gehen wir ins Lager und bauen neue. Hm. So. Ah, du arbeitest dich so erstmal vor, okay? Dann ja, ich dachte, ich gehe erstmal bis zum See durch hier und jetzt sind wir schon am See fast. Okay. Ich leg dann schon mal Kies hin. Genau. Okay. So, ich muss ja auch erstmal ein paar Bäume. Oh, das ist ausreichend. Was denn? Ich werde erstmal Bäume fällen müssen. Ja, das müssen wir auch noch. Hast du noch Äxte? Oh, ja, da. Doch. Doch, die habe ich noch genug. Ich habe noch ein bisschen Kies. Sag mal, die diese dunklen Eichen hier, oder wie die heißen? Schwarzeichen. Lassen die auch mal Äpfel fallen, oder ist das nur bei den normalen Eichen? Nee, die lassen auch Äpfel fallen. Moment mal, ist das hier richtig? Oh, nein. So, dann habe ich keinen Kies mehr und muss mal ein bisschen Kies holen. Aber ich kann ja erstmal hier noch was wegmachen. Ach nee, ich hole erst Kies, das ist... Dann haben wir das ordentlich sauber gemacht hier. Also gehst du jetzt zum Lager, oder? Nein, ich habe hier vor der Bauhütte, habe ich Kisten mit Kies. Hier, jede Menge.
Sonst wäre ich direkt mitgekommen. Ja, aber nö, ist noch nicht nötig. Ups. Ah ja, hier ist ja... Genau, hier muss ich noch was bauen. Ich muss sagen, diese Planierarbeiten mit Hand machen doch mehr Spaß, als wenn man das mit so einem Editor macht. Ja, es dauert nur länger, ne? Ja, macht aber mehr Spaß. So, jetzt haben wir das... Ja, das stört hier irgendwie da. Weg muss es sowieso, ne? Ja. So, ah, der Weg sieht schön aus, jawohl. Ich kann da nochmal ein bisschen Erde hinlegen, dazu Einfassung. So. Ja, du kannst da unten schon an dem, an der Erde so ein bisschen weiter schubsen. Ich mache hier oben drüber erstmal die ganzen Bäume. Ach, guck. Vielen Dank für den Apfel. War ja, meiner. Ja, ja. So. Ja, wie sieht's denn aus jetzt mit einem Thema? Ich bin da irgendwie immer noch gar nicht so gut vorbereitet. Muss ich zugeben, ich auch nicht so wirklich. Also. Boah, dann wird's aber schwierig hier. Ja, schwierig. Was gibt's denn Neues aus der Wissenschaft? Ich bin da gar nicht mehr so im Bilde momentan. Ach, da gibt's immer wieder was Neues. Angenähte Köpfe. Ist da eigentlich was draus geworden? Ist der schon, genäht worden, amputiert worden, oder? Nee, ist noch nicht. Das soll Ende 2016 sein. So. Also es gab vor kurzem eine Pressemeldung von diesem italienischen Arzt, der dann irgendwie so der Weltöffentlichkeit vorgestellt hat, wie er das machen will. Ja. Genauere Pläne gemacht hat. Und, also ich habe das zwar durchgelesen, aber schon wieder vergessen, das meiste. Also das Wesentliche weiß ich aber noch. Ja, und man hat eben auch diesen russischen Programmierer gesehen, der da im Rollstuhl saß und ja, ziemlich verkrüppelt war, weil er sich eben kaum bewegen kann. Aber also ein ganz netter Mensch so eigentlich. Mhm. Oh, wir müssen uns mal ins Bett legen. Ja, ich merke, es ist schon dunkel geworden. Sekunde. Wollen den Rest hier aufsammeln. Mhm. Ja, und das soll Ende 2016 dann sein. Ah, also so lange überlebt er noch? Ja, ja. Oder beziehungsweise brauchen sie erstmal einen Toten dafür, ne? Nee. So à la Frankenstein. Nee, der wird so lange schon leben. Also hoffentlich, ne? Also der Spenderkörper, meine ich. Der muss ja recht tot sein. Ach so, ja, jetzt also verstehe ich, was du meinst. Ja, ja. Ja, okay. Nee, ich dachte jetzt an diesen russischen Programmierer. Ja, ja, der Spenderkörper, der muss ja so praktisch auch tot sein. Ja, stimmt, das ist richtig. Also zumindest hirntot, ne? Der Rest ist ja, sollte noch einigermaßen Saft drin haben, ne? Ja, ja, genau. Ja, aber darüber weiß ich gerade überhaupt nichts. Also es ging in dieser Pressemitteilung um eben den Arzt und wie er sich das vorstellt und um diesen Programmierer, der dann... Oh Mensch, ich hab wieder was im Halse. Dessen Kopf da transplantiert werden soll. Ja gut, wenn das klappen, wenn das klappen soll... Hast du dich da hochgebaut? Ja, ja, es ging nicht anders, ich musste hin. Warte mal, wie kommt... Ah, nein! Einer fehlt noch, nein! Ja, so dann? Ja, so. Glück gehabt. Was wollte ich sagen und nicht lügen? Wenn das klappt mit der Transplantation, aber ganz ehrlich, man so hört, was normale Menschen mit normalen Transplantationen so alles ertragen müssen und dass es eigentlich auf Dauer auch nicht wirklich gut geht, das ist ja immer nur gekaufte Zeit ein bisschen, ne? Meiner Meinung nach. Ja, das kann schon sein. Ich habe da keine Ahnung. Ich kenne mich da nicht aus. Also mit Transplantationen habe ich ja so normalerweise nichts zu tun. Und ich hoffe, das bleibt auch so. Ja. Apropos Transplantation, ich müsste mir mal eine neue Minecraft-Skin zulegen. Ich habe jetzt immer noch diese Standard-Skin. Ja. Sollte man nochmal irgendwann ändern. Ich muss mal rausfinden, wie man sowas ändert. Das ist eigentlich recht einfach. Ich weiß es aber jetzt auch nicht aus dem Kopf, wie das geht. Ich habe das ja auch schon mal gemacht. Ach so. Zweimal schon oder sowas. Noch nie probiert. Erstmal überlegen, was ich denn mir für eine Skin da... Ja, da gibt's so eine Seite, wo du dir was aussuchen kannst. Da gibt's ja tausende davon. Oh, da gibt's fertige Skins schon. Okay. Ja, und es gibt auch ein Programm, das glaube ich...
habe ich sogar oder hatte es zumindest mal. Und das ist ein ganz einfaches Grafikzeichenprogramm eben, wo du das selbst machen kannst. Und da habe ich dann auch selbst was gebastelt und dann das hochgeladen irgendwie. Ich weiß jetzt gar nicht mehr wie, aber es geht eben irgendwie. Und dann kannst du das nutzen. Und wie, ja gut, das eigentliche Einbinden von der Skin, das musst du mir dann nochmal so erklären. Ich habe das Ja, ich weiß selbst nicht mehr, wie man das macht, aber dann muss ich mal nachsehen, dann kann ich dir das wieder sagen, ja. Ja, ja. Ja, nee, so mit dieser Standard-Skin, das sieht ja nicht. Cool, ja. Das ist ja mittlerweile was an. Früher war es ja eigentlich immer diese eine von dem Mannequin da, ne? Von dem. Dann nochmal. Ja. Ja? Das war genau. Immer die einzige, die es so gab. Und jetzt, ja. Andere. Die es so standardmäßig gab, meinst du? Ja, genau. Ja. Oh, ich muss mal was essen. Hast du noch was zu essen übrigens? Ja, habe ich noch. Okay. Okay. Viel? Ja, doch, das reicht locker. Okay, gut. Ja, nicht, dass du wieder verhungerst. Das wollen wir nicht. Nee, das so schnell passiert das nicht. Und zur Nebenliste? Eher werde ich an einem Creeper sterben, glaube ich. Ja, okay. Ja, wir haben's. Ansonsten müssen wir das Feld nochmal abernten. Ja. Okay, jetzt bin ich schon so weit hier. Ah, das sieht schon mal gut aus hier. Muss ich mal die Bäume abhauen. Zumindest zum Teil. Ja. Ach ja, stimmt, das ist ja nur der Weg. Ich bin hier schon die ganze Zeit am Bäume fällen und mache da schon riesige Flächen. Rode hier ganze Flächen weg. Ja, macht nix, ne? Ach, haben wir da hinten eigentlich die Mauer schon gebaut? Nee, links um die Ecke noch nicht, nein. Okay, dann sollten wir dafür mal ein bisschen anfangen, dass ja. Wir wissen, wo wir da Bäume abhauen müssen und wo nicht. Ja, genau, so weit rein bin ich jetzt gegangen. Also da sind noch genug Bäume. So, dann habe ich mal den Baum hier noch zurecht hier, so ein bisschen weg, und passe den Weg noch an, wenn ich Erde hätte, ja, habe ich. Und dann würde ich sagen, machen wir dort mal weiter. Ja, genau. So, okay. Das Holz hier kann natürlich bleiben. Naja, so. Da und da und da. Ach, und da auch noch. Ach, aber die Bäume hier direkt hinterm Zaun, die dürfen ja weg, ruhig. Ja. Direkt hinterm Zaun? Ja. Ja, hinterm, außerhalb des Zaunes, ja, genau. Ja, genau. Da soll ja sowieso ein 2 Meter Streifen bleiben. Ah, okay, sieht gut aus. Habe ich gerade hier ich höre hier gerade eine Fledermaus, das gibt's doch. Doch, das kann schon sein. Dann ist hier wohl eine Höhle in der Nähe. Mit den Fledermäusen kann man auch nichts machen, großartig. Die droppen nichts und. Ja, doch, soweit ich weiß. Angreifen tun sie auch nicht, ne? Ja, das ist doch gut. So, Moment, da haben wir noch einen Baum, okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ha, guck mal, den kann man gleich stehen lassen hier. Ha, das trifft sich ja gut. Ach, du bist da hinten in der Ecke schon, ne? Ja, genau. Also ich würde sagen, wir machen jetzt mal die Mauer weiter hier. Ja, ich wollte nur den einen hier. Oh ja, unter mir ist tatsächlich höhlenartig. Was denn? Ah, echt höhlenartig? Also so, da geht so eine Schlucht. Was, eine Schlucht? Da ist ein Loch im Boden. Ja, hier. Reicht eigentlich nicht für eine Fledermaus aus, ne? Nö. Doch, irgendwo. Jetzt muss ich essen. Aber das, hier ist aber weit und breit nichts. Vielleicht kommen die ja mittlerweile in diesen großen Wäldern vor, das kann ja sein. Das ist. Boah, also ich habe noch keine gesehen. Und da ist Wasser. Doch, also Schaf im Wald, meine ich jetzt. Schaf im Baum, das. Ja, das findet schon wieder runter. Okay, so, ach, hier sind wir. Guck mal, schau mal. Lass den. Ach so. Warte, den kann ich gleich ersetzen. Ich habe so viel Holz, da kann ich. Der kann ja gleich stehen bleiben. Der ist dann genau richtig, zufälligerweise. Aber der Rest vom Baum nicht, ne? Der kommt doch weg, ne? Ja, genau. Also da kommt da so ein künstlicher Baum wieder hin. Genau. Okay, so. Ah ja, ich muss noch ein bisschen weitermachen. Ah, Moment, jetzt muss ich aber mal zählen hier. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dann machen wir das mal eben weg hier. Das auch. Und das und das und das und das und das.
So. Warte, jetzt muss ich das. Ich glaube, der ist zu viel.